Muss ich ihn jetzt durch? Treppe hoch. Sehr gut, keiner hat dich gesehen. Wie Mandy. Keiner hat dich gesehen, ist nicht ganz richtig, aber. Noch blind von dem Zeug, ganz sicher. Verdammt. Ich weiß nicht. Boy. Es reicht. Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst! Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsamer sein. Das ist Wahnsinn. Ich darf nicht hinhören. Ich muss nur Mama finden. Wie kommt er auf die Idee, dass er nicht hinhören darf? Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Ja, ja. Kannst ruhig bleiben. Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es.
Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Hun. Weiter. Sie sprechen über mich. Ist ja nicht möglich. Traut sich ja gar nicht laut was zu sagen. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Das kann nicht sein. Nee, das oder? Nein, kann nun nicht. Nun, dann sehen wir nach. Ah, Scheiße. Mann, ich hoffe, der Kontrollpunkt ist nicht so weit weg. Hä? Das kann doch nicht sein. Ja, eben, er sagt es doch noch, dass es nicht sein kann. Also, wenn es doch nicht sein kann, dann guck doch wieder weg. Die Prima Macula. Am Rande der... Hä? Na dann. Das war knapp. Na dann. Was? Die Forschungstexte von Beatrice de Rouen sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Steht ihr genau an dem Pult, wo ich drunter stecke? Natürlich. Oh, da steht direkt daneben und er so, Mama! Vielleicht denkt er das ja nur. Ich hab's aber genau gehört. Shit, so geht's nicht. Vielleicht kannst du Gedanken lesen. Die Forschungstexte von Beatrice de Rouen sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Verschlüsselt. Ich finde, der könnte sich immer wieder die Füße waschen, ne? Der ist Bank jetzt. Sieh das an. Der war nicht darauf vorbereitet, dass er jetzt von unten gefilmt wird. Genau. Schleichen geht irgendwie anders. Das ist aber das wie Kinder schleichen. Sie ist im Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Weiter nach unten. Macht mich wahnsinnig. Was denn? Das Flüstern macht mich gerade wahnsinnig. Ja, ne?
Vor allem, weil ich automatisch irgendwie aufhöre zu atmen. Hier ist einfach alles so groß. Nee, du bist zu klein. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch... Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben, doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Einerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zum Kopf steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rune wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Rührt euch! Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Ja, bleibt mal weiterhin so wachsam. Ihr macht das schon sehr gut. Ein Garten, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen?
Ja, geht. Schnell. Ja, schnell. Du bist gut, ey. Hm? Aber du kannst auch nicht ablenken. Nee, ich hab ja nichts. Oh nein, woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Anscheinend gab es eine Meinungsverschiedenheit mit seiner Schwester. Ah. Noch ein Junge, richtig. Kaum zu glauben, dass er uns alle... Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Oh, Scheiße. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Ja, hier komme ich ja irgendwie schlecht weiter. Oder doch? Es geht manchmal doch mehr, als man denkt. Schon wieder Ratten. Ich will sie nicht mehr. Oh, hallo, so Ratten. Sagt mal, eure neuen Ratten hier. Wir müssen sie transportieren und... Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Ah, okay, das... Guck mal, das sind weiße Ratten. Ja, das ist das Androiden-Prinzip. Die Augen sind auch... Die leuchten nicht, das heißt... Das sind gute Ratten. Genau. Hast du das jetzt erst gemerkt? Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Jetzt spricht er mit denen. Das war jetzt aber nicht das, was ich wollte. Ich dachte, der Mann. Ein Laborratten. Was hängt denn da für ein Typ rum? Herr Eckenleiner! Hilf mir! Nein. Hilf mir! Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich sieht nicht ganz glücklich aus. Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein! Ihr werdet alle zur Hölle fahren! Ihr und eure verfluchten Ratten! Oh! Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz.
Boah, ey. Oh Gott. Wenn das sie ihren Sohn mit einem Messer an der Tür sieht, wird sie kommt da wieder durch die Tür, ey. Boah. Jetzt legt's aber nochmal einen Zahn zu hier. Er macht natürlich jetzt wieder die Tür hinter sich zu, war klar. Senior Nicholas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohung. Geschieht ihr recht? So, wie du das denn den nicht einfach wieder aufzupfen kannst, weil der hat ja nicht abgeschlossen, der ist hier einfach nur zu. Ja, aber die sind wahrscheinlich so massiv, die kriegt er gar sie nicht muss aufgeschlossen. In der Nähe sein. Wir können nicht weg. Nicht wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Psst. Ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Gute Güte, du solltest nicht... Ich muss gehen. Wiedersehen. Ich muss gehen. Wiedersehen. Meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Mama? Ah. Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Hugo? Du musst gehen. Wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Jetzt hat sie den Salat. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los, geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. So, das war ein Kontrollpunkt. Und da jetzt das Glockengeläut losgeht, werden wir dann an dieser Stelle wohl abbrechen. Für heute. Ja. Ja, und dann gehen wir nämlich nächstes Mal ins Finale, sprich in unserer nächsten Spiel-Session. Spiel-Session. Ja. Ja, da glaube ich, da schaffen wir das dann. Ja. Wie viele Teile es dann noch sind, weiß man natürlich jetzt noch nicht, aber wir schauen mal.
Jo, es geht los. Das Endgeläute. Und damit sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao. Entschuldigung, ich wollte gar nicht mehr zerdrücken.